Vom afrikanischen König Geso über Dagobert, den König der Franken im 7. Jahrhundert, zu den russischen Zaren. Überall auf der Welt und durch alle Epochen war das Sitzmöbel für Herrscher von entscheidender Bedeutung. In Versailles beschäftigt sich nun eine Ausstellung mit der Geschichte der Königssitze. In allen Zeiten und Zivilisationen, in allen Teilen der Welt wurde Autorität immer sitzend dargestellt und Macht stehend. Macht ist dominant, einnehmend und manchmal aggressiv. Autorität funktioniert ausgeklügelter, ausgleichend, beständiger. Sie ist klug und gerecht. Manche Königsthrone sehen wirklich hoheitsvoll aus. In der westlichen Welt sind Löwenköpfe und Kronen üblich, in Asien Perlmutt und Elfenbein. Nicht alle Sitzmöbel haben aufwendige Verzierungen. Dieser Thron wurde von amerikanischen Ureinwohnern aus Guajakholz geschnitzt. Dieser wiederum stammt aus Kamerun und ist ein einfacher, mit Perlen besetzter Stuhl. Auch ein Stein kann ein Thron sein. Das Entscheidende ist nicht der Schmuck, sondern der Kontext. Ein Herrscher erhebt sich damit über die Normalsterblichen. Sein Baldachin schützt ihn und schafft gleichzeitig eine Verbindung zwischen dem Himmel und dem Vertreter des Himmels auf Erden. Obwohl die Throne Autorität symbolisieren, sind sie nicht an einen Herrscher oder ein Land gebunden. Dieser wurde kurz vor der Französischen Revolution für Ludwig XVI. Entworfen. Irgendwann gelangte er in die Botschaft Frankreichs in London. Ludwig XVI. War nie in der Botschaft. Der Thron blieb also unbenutzt. Doch dann entdeckte ihn Königin Victoria und ließ ihn an ihre Zeit anpassen. Daher stammen auch diese eher sonderbaren Sitzbezüge. Frankreich ist zwar stolz, die Monarchie früh abgeschafft zu haben. Throne kamen dennoch nie aus der Mode. Dieser hier am Ende der Ausstellung ist eher schlicht. Er ist das moderne Symbol von Autorität. Auf ihm sitzt Präsident Nicolas Sarkozy einmal jährlich am französischen Nationalfeiertag.